Alle vor den Kameras, alle vor den Bildschirmen. Ich möchte gerne, dass ihr euch alle umdreht. Schaut euch im Raum um. Das ist die Realität. Schaut auf den Bildschirm, da seht ihr die Utopie, die wir heute wagen wollten. Die Utopie ist jetzt vorbei. Wir müssen langsam wieder in die Realität kommen. Und das ist jetzt hier das Closing. Honky und Kurt. Ja, vielen Dank für den Applaus. Ey, voll coole Datenspuren hier. Ich gucke mir hier gerade so ein bisschen die Roboter an, um den Utopiefortschritt festzustellen. Aber ich glaube, so jetzt muss das hier funktionieren. Yo, ich gehe mal vor. Ich habe jetzt nämlich einen Vortrag auf der Stage. Oh, hallo Honky. Ja, hi. Machen wir einen Vortrag oder was? Ja, wann willst du denn loslegen? Jetzt oder später? Ja, gerne jetzt eigentlich. Jo, also hier, zack, bitteschön, Vortrag. Ja, willkommen zum Closing-Event von den Datenspuren 2020. Hat mir viel Spaß gemacht. Ja. Wir haben viel gemacht, wir haben viel geschafft. Stell dir vor, es wären Remote-Datenspuren und viele waren da. Also. Ja, ich habe jede Menge Leute gesehen. Hätte ich gar nicht gedacht, es waren noch viele in den Livestreams, es war viel unterwegs. Also wir schauen mal. Dies war ein Test, ja. Also wir hatten wirklich mal vor zu sehen, was man überhaupt machen kann, wie funktionieren Remote-Events mit Leuten vor Ort. Das haben wir nicht nur für uns gemacht, sondern auch für den Kongress, für die Dezentralität, für alles, um mal zu schauen mit einem Termin, was wir da eigentlich bewerkstelligen können als kleiner Hackspace. Es sind Dinge schiefgegangen, also wie geplant eigentlich. Ich bin also sehr, sehr happy. Wir hatten 12 Vorträge, wir hatten 12 am Samstag und 6 am Sonntag, wir hatten 3 Workshops. Davon waren ungefähr 50% vor Ort auf unserer ausgeleuchteten Bühne mit Ton und hochwertigem Video. 50% davon waren remote, viele davon im eigenen gehosteten Jitsi. Wir haben gestreamt mit 3 Kameras, einem Audiomixer, wir hatten 3 Livestreams, so 40, 50 Menschen waren da in der Regel dabei. Alles wurde veröffentlicht auf MediaCCC. Dort auf YouTube hatten wir sogar auf einem Talk schon 1400 Views. Also es scheint sich auch Leute das anzuschauen, was wir tun, wenn auch nicht immer live. Ja, das hat mich übrigens sehr gefreut, dass das Vortragsprogramm so voll geworden ist. Der eine Slot, das war auch für diese Remote-Datenspuren, denke ich, auch genau das richtige Maß. Man musste ja dann doch auch anders organisieren, wenn die Leute nicht live hier vor Ort sind. Das hat Vor- und Nachteile. Aber es hat viel Spaß gemacht und wenn es ein bisschen Chaos gab, dann bitte entschuldigt. Aber das wird alles besser. Genau, man will sich ja immer verbessern und dann muss man eben niedrig anfangen und dann kommt man nämlich. Wir haben geübt. Also auch vielen Dank ans VOG, dass hier zahlreich erschienen ist und halt total tolle Setups zur Verfügung gestellt habt, die es so halt auch noch nicht gab. Ne? So ein RTMP-Stream von Mindtest und so. Das sind so Sachen, die passieren nicht jeden Tag. Oder Livestreams von Robotern, die dann encodiert und dann viele Leute verteilt werden. Ist echt was Neues. Da sind wir schon beim Thema, Mindtest for Kids, am Samstag und am Sonntag, die haben das live gestreamt, die haben auf einem Mumble-Server, es waren nicht nur 20, es sind etwa 25 mit Teilnehmerinnen gewesen. Auf mindtestforkids.net könnt ihr euch das anschauen, aber vielleicht, Kurt, kannst du noch mal kurz zum Nack rübergehen und einfach mal gucken? Na komm, wir gehen mal hin, das wäre jetzt nämlich auch mein Vorschlag gewesen, du kommst mit, aber komm mir nicht zu nah, ich laufe mal langsamer, dann können wir uns hier noch so ein bisschen umgucken. Das ist ja so. Wo bist denn du? Ja, ich bin auf der Bühne, ich habe hier noch einen Vortrag. Komm doch mit! Ja, komm doch mit. Ich bin dabei, ich bin du dabei. Du kannst doch einfach mitkommen. Komm, wir gehen uns hier mal durchs Publikum. Wir über die Schränke. Ja, das ist ein Roboter. Sport. Ah, sehr schön. Mathekästen. Überall lassen die ihr Lehrgut stehen. Ja. Diese Nerds. Hier ist ein Computer. Komm, okay. Ich bin dabei. So. Guck mal. Na dann, auf zu Nack. Ist Nack da? Nack ist da. Nicht schlecht. Oh, hallo Nack. Kannst du uns hören? Hallo. Ja. Ja, Nack, wie läuft's mal mein Test? Zeig mal kurz, was habt ihr denn gemacht? Wir haben eine Farm gebaut im Survival-Server. Sehr schön. Ein bisschen lauter und vielleicht? Ist das Getreide? Und eine ganz große, lange Mine. Er kann durchs Boden fliegen. Auf dem Creative-Server wurde etwas Großartiges erschaffen. Solche Kunst-Gegenstände und, Moment, wo ist es? Ach, da. Oh, sehr schick.
Brennt er eigentlich nieder beim Burning Man dann am Ende der Veranstaltung? Ich meine, das habe ich mich noch nicht gefragt. Das ist eine schöne Statue. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, na nicht schlecht. Schön, habt ihr das gemacht. Vielen Dank, dass ihr da seid. Ey, hallo, Paul. Wer bist du denn? Hey, ho. Macht mal jetzt hier weg, das da. Los, wir gehen mal zurück zur Bühne. Schluss. Ja, wir haben wir sind mitten im Vortrag. Das darf doch nicht wahr sein. So. Ey. Warte mal, wir müssen uns mal vorne treffen. Ja. Ich komme sofort von rechts zu von links. Ja? Dann treffen wir uns in der Mitte. Okay, okay, ich hab's fast. So, ich bin da. Jetzt gehen wir noch zurück auf das. So. Auf die Präsentation. Also, mein Test lief super. Vielen, vielen Dank. Das machen die seit Jahren. Das ist eine kleine Tradition. Wir sehen das dort auch. F5. Ja. Drücken wir hier groß. Also, wir sind hier remote. Wir testen Sachen. Ja. Ja, das schmuggeln sich hier immer wieder. Oh! Applaus, oder? Sehr schön. Linke Roboter. Ah, mit Unterbodenbeleuchtung. Genauso wollen wir das. wie ihr seht, Work Adventure hat viel stattgefunden. Es gibt die Abbildung. Ja, wir feiern diesen Vortrag hier quasi im Work Adventure mit den Leuten, die hier vor Ort sind und die remote dabei sind. Also man muss quasi gar nicht mal vor Ort sein, um daran teilzunehmen. Man kann auch die Karte weiterbauen etc. Ist viel passiert. Ich freue mich sehr. Also vor allen Dingen im Vergleich zu vorher, ja. Und F5 ist euer Freund. Also F5 drücken hilft im Zweifel. Ah, jetzt aber nicht. Dann sehen wir jetzt gerade die Roboter im Livestream und wir sehen auch, was wir hier gemacht haben. Also die kleine Welt, durch die die Leute hier gefahren sind, sieht von oben doch relativ einfach aus und es hat aber gereicht. Also ohne Mist, man kann mit ziemlich einfachen Mitteln was ziemlich Schönes zum Angucken machen. Was wir hier sehen, ist ein Molton-Dreieckstunnel, wo man durchfahren kann. Da stehen so ein paar Sachen drin, super secrete Kamine und Winkelkatzen und Lichterketten. Es gab einen Aufzug? Unten rechts das Bild ist der Aufzug. Dort konnten Roboter quasi die Etagen überwinden und live konnte man die Roboterbilder sehen in einem Jitsi-Kanal. Also quasi alle Roboter wurden eingesammelt und als ein Jitsi mit einer halben Sekunde Verzögerung zur Verfügung gestellt. Was man sich wiederum auch im Work Adventure angucken konnte. Also das hast du ja gerade eben gemacht. Ne? Unten da ging man auf einen der kleinen Roboter, die da rumstanden und konnte sich das machen. Es wurden einige Roboter eingesammelt, viele Roboter gebastelt. Sie sind nicht alle gleich, obwohl die Teile halt ursprünglich mal gleich waren. Also ich freue mich sehr über die ganze Kreativität, die da funktioniert hat. Und wir werden mal sehen, dass wir das Ganze vielleicht noch ein bisschen stabiler bauen. Ja, und was ja viel nachgefragt wurde, ist so, ich will so einen Roboter steuern, so Latenz mal hin und her. Und ja, ich habe vorhin noch ausprobiert, robots.datenspuren.de. Ernsthaft? Ja. Das Feature kenne ich gar nicht. Ja? Ja, soll ich? Moment, Realität. Passt jetzt mal auf. So, dieses. Moment, ich muss hier mal so. Dann mache ich. Ja. Okay, also wie von zu Hause vom Sofa aus, ja? Den nächsten Vortrag machen wir direkt vom Sofa aus. Datenspuren.de, wartet mal. Und ich teile jetzt hier mein Chromium-Tab, dann seht ihr das. Die sehen doch sowieso deinen Bildschirm. Nee, ja, aber das, ja. Okay. So, okay, und jetzt gucke ich mal. Ich glaube, der hier hat vorhin funktioniert. Ernsthaft? Alter. Und jetzt sage ich hier Start. Haben die ein Gateway gebaut und es mir nicht mitgeteilt? Mach mal auf Get Still, dann siehst du es besser. Ja, also Get Still hat funktioniert. Ah, da ist es. Ah, da sind wir. Da sind wir jetzt. Warte mal, mach mal gleich Bild. Mach nochmal eins. Wir machen ein Selfie, oder? Ja, komm, Selfie. Warte, ich muss mich hier nochmal eben entkabeln. Ja, dann machen wir von hier aus. Na, ich war da schon. Du musst nochmal auf Dings drücken. Los. Es ist so verrückt. So, Get Still in der höchsten Auflösung. Ja, da sind wir, alles gut. Dein Kopf sieht man, meiner ist hinterm Laptop, ist auch wurscht. Ich glaube, der steht da drüben eigentlich, ist egal. Der da ist es. Ach, da unten steht er, ich dachte, der steht da hinten. Ist egal, supi, hat also funktioniert. Kommst du bitte wieder zurück ins Work Adventure, wir haben hier noch einen Vortrag zu Ende zu machen. Ach so, ja, okay, so. Sehr geil, also vielen Dank an alle Leute, die das gemacht haben, da ist sehr viel auf chaotischer Basis entstanden, also ich kannte das Feature bis gerade eben wirklich einfach nicht. Ja, vielen Dank also dafür. Danke da, ja. Geiler Scheiß. So geht das hier heutzutage. Okay, also weiter. Wenn ihr Feedback habt, ja, gerne an unsere Liste datenspuren.c3d2.lists.c3d2.de. Lists. Schreibt uns einfach, wir würden uns sehr freuen. Im Frapp gibt es auch eine Feedback-Möglichkeit. Ja. Und ich weiß nicht, haben wir noch was? Also, wir können ja noch ein bisschen zurückschlendern. Wir schlendern mal wieder zurück. Ich muss auch mit dem Auto wieder weiterfahren. Ja, komm, gehen wir mal. Komm, ich bringe dich noch zum Auto. Gehen wir mal hin. So, kommst du mit. Warte, ich habe hier da ein bisschen, da muss ich erstmal drückern. Ich bin, glaube ich,
Hier oder da? Da bin ich. Okay, ich komme mit zum Auto. So, sehr schön. So, wer ist denn hier? Hallo! Hi. Achso, vielleicht wollen die gar nicht in den Stream. Los, weiter geht's. Okay. Naja. Du. So, gehen wir hinten raus? Wir gehen hinten raus, oder? Ich gehe hinten raus. Wir treffen uns. Oh, komm, nee. Nee, wir müssen... Okay, vorne raus. Gehen vorne raus. So, wo bist du? Ich bin hier. Ich drücke mal F5, dann bin ich gleich wieder da. So sieht's nämlich aus. Ich sehe dich nicht. Dann drück du doch mal F5. F5 ist your friend. Das steht auch auf dieser Kachel da. Ja, ja, okay, warte mal. Ich drück erst F11 und jetzt F5. Und Kurt, so, zack, zack. Sehr schön, ich bin hier an der Ecke. Ah, ist ja wurscht. Wir treffen uns am Auto. Los, zum Auto. Desync. So, ab im Auto. Oh, hallo, da sind wir wieder. Los, ich fahre und dann geht's nach Hause. Und damit bedanken wir uns für eine tollen Datenspuren. Das war super als Testballon. Ich bin total happy, was da draus geworden ist. Vielen Dank an alle Helfer und Helferinnen. Das war echt super. Das wäre so sonst nicht möglich gewesen, wenn nicht so viele Leute so viel Zeit und Energie da reingesteckt hätten. Ja, ja, vielen Dank. Treffen wir uns zum Kongress wieder, machen denselben Kram nochmal oder besser? Besser, alles besser. Klar. Gut, dann bis zum Kongress, Leute. Viel Spaß. Tschüss. Dankeschön. So. Gut. Ich muss darauf hinweisen, der Kongress ist hoffentlich in 2 Jahren, aber vielleicht treffen wir uns auf dem RC3. Und ich würde allen gerne sagen, kommt gut nach Hause und nehmt die Stühle mit. Ihr habt sicher bloß einen, auf dem ihr drauf sitzt und ihr seid schon zu Hause. Deswegen an die Leute im Stream. Es ist vorbei. Es tut mir leid. Ich hoffe, wir sehen uns Ende des Jahres wieder bei irgendeiner Remote-Veranstaltung. Danke.